Guten Morgen, ich möchte alle herzlich begrüßen. Wir wollen uns in der kommenden Stunde beschäftigen mit dem Thema Fallen und Aufstehen. Es geht uns um Lektionen aus dem Buch der Richter. Ich lese aus Richter 3, Verse 5 bis 11. Und die Kinder Israel wohnten inmitten der Kanaaniter, der Hethiter und der Amoriter, und der Perisiter und der Heviter und der Jebusiter. Und sie nahmen sich deren Töchter zu Frauen und gaben ihre Töchter deren Söhnen und dienten ihren Göttern. Und die Kinder Israel taten, was böse war in den Augen des Herrn, und vergaßen des Herrn ihres Gottes, und sie dienten den Baalim und den Asherot. Da entbrannte der Zorn des Herrn wider Israel, und er verkaufte sie in die Hand Kushan-Rishathaims, des Königs von Mesopotamien. Und die Kinder Israel dienten dem Kushan-Rishathaim 8 Jahre. Und die Kinder Israel schrien zu dem Herrn, und der Herr erweckte den Kindern Israel einen Retter, der sie rettete: Othniel, den Sohn Kenas, des jüngeren Bruders von Kaleb. Und der Geist des Herrn kam über ihn, und er richtete Israel. Und er zog aus zum Streit, und der Herr gab Kushan-Rishathaim, den König von Aram, in seine Hand. Und seine Hand wurde stark gegen Kushan-Rishathaim, und das Land hatte Ruhe 40 Jahre. Und Othniel, der Sohn Kenas, starb. Und die Kinder Israel taten wiederum, was böse war, in den Augen des Herrn. Bis dahin. Das Buch der Richter folgt auf das Buch Josua. Und das ist ganz wichtig. Das Buch der Richter beginnt nämlich in Kapitel 1,1 mit dem Wort uns. Und es geschah. Auch im hebräischen Text und. Und damit schließt das Buch der Richter an das vorhergegangene Buch Josua an. Nicht wahr? Das erste Buch Mose ist das erste Buch der Bibel. Das beginnt nicht mit und in, im Anfang schuf Gott die Himmel und die Erde. Es beginnt nicht mit we, sondern bereshit, im Anfang. Aber das Buch der Richter beginnt mit dem we und. Das Buch Josua ist das Buch des Sieges. Und im Kontrast dazu ist das Buch der Richter das Buch des Niedergangs. In Josua, in dem Buch des Sieges und des Überwindens, ist der Ausgangspunkt Gilgal. Das ist der typische Ort. Israel lagerte in Gilgal, Josua 4, und von dort aus ging die Eroberung zunächst von Jericho und dann weiter. Immer wieder nach Siegen kehrten sie nach Gilgal zurück. Ich habe hier alle Stellen zusammengefasst. Gestellt aus Josua 4, 5, 9, ganz viele Stellen, Kapitel 14, 15, immer wieder Gilgal. Das ist der Ort der Beschneidung gewesen. Die Israeliten hatten sich nicht beschneiden lassen in der Wüstenwanderung, während der Wüstenwanderung. Und sie gingen ins Land hinein mit Josua, aber bevor die Eroberungen begannen, ließen sich alle beschneiden. Und das ist etwas ganz Wichtiges. Die Beschneidung drückt für einen Mann aus: Ich bin ein Sünder. Und wenn ich ein Kind zeuge, werde ich wieder einen Sünder zeugen. Bei der Beschneidung muss Blut fließen. Und das drückt aus: meine Natur ist vor Gott verdorben. Und ich habe Gottes Gericht verdient. Und wer so das Gericht Gottes über seine verdorbene Natur anerkennt, der weiß, dass er nicht mehr auf sich selber vertrauen kann, sondern nur auf den Herrn und auf seine Kraft.
Und das war der Ausgangspunkt im Buch Josua für die überwältigenden Siege. Das waren die Siege des Herrn, ohne Vertrauen auf sich selbst. Und im Bewusstsein der eigenen verdorbenen Natur, die im Neuen Testament genannt wird, das Fleisch, die Sünde, die in uns wohnt. Aber im Buch Richter werden wir sehen, der typische Ort, der dieses Buch charakterisiert, ist eben nicht Gilgal, sondern Bochim. Das heißt Weinende. Das ist der Ort des Weinens, wie wir gleich noch sehen werden, ohne wirkliche Frucht der Buße. Nun, das Buch der Richter zeigt uns, wie man versagt. Da erfahren wir das Rezept, wie alles abwärts geht. Genauso wie wir durch das Buch Josua lernen, wie können wir mit dem Herrn siegen. Wir lesen in Richter 1, Abvers 1. Denn ich muss ja schon mal sagen, Richter 1 bis Kapitel 3, Vers 4 ist die Einleitung des Buches. Der Hauptteil beginnt mit der Geschichte Otniels, die wir am Anfang zusammen gelesen haben. Nun, im Vorwort beginnt es so. Und es geschah nach dem Tod Josuas. Da befragten die Kinder Israel den Herrn und sprachen, wer von uns soll zuerst gegen die Kanaaniter hinaufziehen, um wieder sie zu streiten? Das beginnt ganz schön, nicht wahr? Bevor sie etwas unternehmen, fragen sie den Herrn. Aber das ist die Ruhe vor dem Sturm. Vers 2. Und der Herr sprach, Juda soll hinaufziehen. Und siehe, ich habe das Land in seine Hand gegeben. Und Juda sprach zu Simeon, seinem Bruder, zieh mit mir hinauf in mein Los und lass uns gegen die Kanaaniter streiten, so will auch ich mit dir in dein Los ziehen. Und Simeon zog mit ihm. Und Juda zog hinauf und der Herr gab die Kanaaniter und die Perisiter in ihre Hand. Also schön, der Stamm Juda fragt Gott nach seinem Willen, Gott gibt Anweisung, Juda soll hinaufziehen und gibt auch das Versprechen für den Sieg. Aber was macht der Stamm Juda? Die gehen zum Stamm Simeon und fragen, könnt ihr bitte mit uns kommen als Verstärkung? Aber von Simeon hatte Gott nichts gesagt, nur von Juda. Das war eben nicht ein völliges Vertrauen auf den Herrn, sondern wir brauchen auch noch die Simeoniter. Und da ist der Wurm drin. Es beginnt im Buch der Richter mit einem kleinen Abweichen. Und dann geht es immer weiter runter. Nicht wirklicher Gehorsam gegenüber dem Wort Gottes. Und die Einleitung zeigt uns dann, wie es weitergeht. Ich möchte nur ein paar Verse so blitzlichtartig herausgreifen. Schauen wir mal in Kapitel 1, Vers 21. Nein, schon Vers 19. Und der Herr war mit Juda. Und er nahm das Gebirge in Besitz, denn die Bewohner der Niederung trieb er nicht aus, weil sie eiserne Wagen hatten. Oh, das war nun kein vollkommener Sieg. Die können einen Teil gar nicht vertreiben. Und die Begründung, weil sie eiserne Wagen hatten. Ja, aber das kann ja nicht die Begründung, die tiefste Begründung sein, nur die äußerliche. Ja eben, der Herr gibt nicht mehr volle Siege. Und dann lesen wir weiter, Vers 21. Aber die Kinder Benjamin trieben die Jebusiter, die Bewohner von Jerusalem, nicht aus. Vers 27. Aber Manasse trieb nicht aus Beth-She'an und seine Tochterstädte. Weiter am Schluss von Vers 27. Und die Kanaaniter wollten in diesem Land bleiben. Ja, hallo. Wollten. Gottes Wille war es, dass die Kanaaniter das Land den Israeliten übergeben mussten. Denn die Kanaaniter waren zu der Zeit gerichtsreif. Gott hatte ihnen jahrhundertelang Gnade gegeben, ab Abraham als erster Missionar, dann Isaak und Jakob. Aber die blieben bei ihrem Kindermord, die blieben bei ihrer
Magie und was sie alles sonst noch taten. Und jetzt kam die Zeit des Gerichts. Aber hier sagen die Kanaaniter, wir wollen anders als Gott will. Und dann lese ich weiter in Vers 30. Sebulon trieb nicht aus die Bewohner von Kitron. 31. Aser trieb nicht aus die Bewohner. 33. Naphtali trieb nicht aus die Bewohner von Beth-Shemesh. Ständig Misserfolg. Ein Misserfolg nach dem anderen. Und wir müssen ja gut verstehen, Gott hatte, bevor Israel unter Josua ins Land ging, versprochen, das Land gehört euch. Ich habe es euch gegeben. Das war der Segen für das, der irdische Segen für das irdische Volk Gottes, das wunderbare Land Israel. Das ist das schönste Land der Welt. Und das besaßen sie. Aber unter Josua mussten sie dann hineingehen. Josua 1 sagt, jeder Fußtritt, wo ihr draufsteht, euch habe ich ihn gegeben. Sie mussten also das, was Gott ihnen schon grundsätzlich gegeben hatte, auch konkret praktisch in Besitz nehmen. Und das können wir schön anwenden auf das himmlische Volk Gottes im Neuen Testament, die Gemeinde. In Epheser 1, Vers 3 lesen wir, gepriesen sei der Gott und Vater unseres Herrn Jesus Christus, der uns gesegnet hat mit jeder geistlichen Segnung in den himmlischen Örtern in Christus. Also in Christus ist uns aller geistlicher Segen gegeben. Wir haben ewiges Leben, wir haben die Erlösung, wir haben Frieden mit Gott, wir sind gerechtfertigt durch Glauben, wir haben die vollkommene Vergebung, wir haben ein himmlisches Erbteil und so weiter und so fort. Aber das ist etwas anderes, wenn man sagen kann, ein frisch Bekehrter hat den ganzen Segen. Aber jetzt muss er durch das Lesen der Bibel immer mehr diese Dinge auch konkret im Glauben erfassen und sich daran freuen. Was heißt das, ich habe ewiges Leben? Das ist nicht einfach so ein Spruch, sondern das beinhaltet etwas. Was heißt es, ich habe Sicherheit des Heils? Niemand kann mich mehr aus der Hand des Erlösers und aus der Hand des Vaters reißen. Und so weiter und so fort. Und so erobert man eben gewissermaßen dieses geistliche Land. Aber da gibt es eben Feinde. Gerade im Epheserbrief wird in Kapitel 6, ab Vers 10 erklärt, dass es in den himmlischen Örtern, wo wir gesegnet sind, da gibt es auch geistliche Mächte der Bosheit. Und das sind unsere Feinde und die möchten, dass ein Wiedergeborener, ein Kind Gottes, diesen Segen nicht praktisch genießen kann. Nicht wahr? Ein Kind Gottes kann diesen Segen nicht mehr verlieren. Aber den praktischen Genuss, den sehr wohl. Und das sind die Feinde, die versuchen, eben zu vertreiben. Jetzt haben wir gesehen, im Buch der Richter mit dem anfänglichen, leichten Abweichen vom Wort geht es immer weiter. Sie kommen nicht vorwärts. Sie können nicht wirklich das, was Gott gegeben hat, praktisch in Besitz nehmen, um sich daran zu freuen. Und jetzt wird es noch schlimmer. Kapitel 1, Vers 34. Und die Amoriter drängten die Kinder Dan ins Gebirge, denn sie gestatteten ihnen nicht, in die Niederung herabzukommen. Das ist noch schlimmer. Nicht nur, sie kommen nicht vorwärts, sondern jetzt werden sie von den Feinden sogar zurückgedrängt. Also der Feind möchte den Kindern Gottes den praktischen Genuss von dem, was der Inhalt der ganzen Erlösung ist, wegnehmen. Und jetzt kommen wir zum Höhepunkt dieser Darstellung in Richter 1,1. Das ganze Kapitel 1 hindurch. Und jetzt Kapitel 2, Vers 1 geht es weiter. Und der Bote des Herrn kam von Gilgal herauf nach Bochim. Wer ist das? Der Malach Adonai. Diese geheimnisvolle Person im Alten Testament. Das ist nicht irgendein Engel des Herrn, sondern Malach, das heißt der Engel oder einfach der Bote. Malach ist nicht unbedingt ein Engel, einfach einer, der geschickt ist. Malach Adonai, der Bote des Herrn. Er kommt immer wieder vor. Zum ersten Mal in 1. Mose 16, bei Hagar. Aber dann sieht man dort im Text, plötzlich wird dieser Malach Adonai Adonai genannt. Der Ewige, der Herr. Yahweh.
Also diese Person ist Gott, aber sie ist geschickt von Gott. Wie geht das? Weil in der einen Gottheit sind mehr als eine Person. Der Vater sendet den Sohn. Der Malach Adonai, das ist ganz konkret gesagt der Herr Jesus im Alten Testament. Nochmals, 2 Vers 1. Und der Malach Adonai, der Bote des Herrn, kam von Gilgal herauf nach Bochim. Und er sprach: Ich habe euch aus Ägypten heraufgeführt und euch in das Land gebracht, das ich euren Vätern zugeschworen habe. Und ich sagte, ich werde meinen Bund mit euch nicht brechen ewiglich. Ihr aber, ihr sollt keinen Bund mit den Bewohnern dieses Landes machen. Ihre Altäre sollt ihr niederreißen. Aber ihr habt meiner Stimme nicht gehorcht. Was habt ihr da getan? So habe ich auch gesagt, ich werde sie nicht vor euch vertreiben und sie werden zu euren Seiten sein und ihre Götter werden euch zum Fallstrick werden. Und es geschah, als der Malach Adonai diese Worte zu allen Kindern Israel redete, da erhob das Volk seine Stimme und weinte. Und sie gaben selbigem Ort den Namen Bochim, Weinende. Und sie opferten daselbst dem Herrn. Sehen wir diese Misserfolge und dann kommt der Herr selbst. Und zwar interessant, das erste Mal, wo man ihn sah auftreten, das war in Gilgal. Gilgal, das ist ja der Ort, der Ausgangsort des Sieges im Buch Josua. Aber er geht von Gilgal weg nach Bochim. Das wird jetzt der charakteristische Ort für das Buch der Richter. Und da sagt er: Was habt ihr getan? Ihr habt nicht auf mich gehört. Und dann sehen wir das Volk Israel. Sie beginnen alle zu weinen. Aber das waren Krokodilstränen. Warum sagt man Krokodilstränen bei jemandem, der nicht wirklich Buße tut? Weil weinen mit Tränen als Ausdruck der tiefen Traurigkeit, das können nur Menschen. Das können Affen nicht. Also wenn jemand wissen will, was ist der Unterschied zwischen Mensch und Affe? Menschen können weinen mit Tränen. Das können Affen nicht. Aber es gibt auch andere Unterschiede übrigens. Aber wirklich, nur Menschen machen das. Tiere nicht. Aber Krokodile, die können ganz große Tränen weinen. Und das hat gar nichts zu tun mit Emotionen, sondern das hat mit einem Stoffwechselvorgang zu tun, der für die Krokodile wichtig ist, aber gar nichts mit Gefühlen. Drum, Krokodilstränen, das sind Tränen der Buße, die gar keine wirkliche Buße sind. Sie opfern, sie weinen, aber sie kehren nicht um. Es gibt hier nicht ein Rechtsumkehrt. Sie weinen und darum wird Bochim gewissermaßen der Ausgangsort für das Versagen im Buch der Richter. Übrigens, Krokodile, die haben wirklich... Das sind so gefühlslose Tiere. Ich war mal auf der größten Krokodilfarm der Welt mit 100.000 Krokodilen und habe die auch gefüttert mit Fischen. Das ist unglaublich. Die sind da unten, Mund offen, keine Bewegung, keine Reaktion. Und dann komme ich mit dem Fisch an der Fischenrute oben runter. Plötzlich. Ja, da kann man Reaktion lernen, ja. Und der Fisch ist weg, ja. Völlig ohne Gefühl, wie eine Maschine sind die. Und man kann mit denen keinen Kontakt aufnehmen, ja. Ich war bei Affen kann man so machen und... Ja, und dann ist es lustig, aber bei Krokodilen geht das nicht. Ja, das zu den Krokodilstränen. Also wir lernen daraus... Halber Gehorsam gegenüber Gottes Wort, das ist der Ausgangspunkt des Niedergangs. Und am Ende dieses Buches finden wir das Volk Israel charakterisiert durch Individualismus und Relativismus. Der letzte Vers des Buches heißt:
In jenen Tagen war kein König in Israel. Ein jeder tat, was recht war in seinen Augen. Also die haben nicht gesagt, das, was du tust, ist falsch, sondern wenn das für dich stimmt, ist es okay. Für mich ist es eben so. Und es muss einfach für mich stimmen, ja? Jeder tut, was recht ist in seinen Augen. Es gibt keinen objektiven Maßstab. Und sehen wir, das ist genau das Problem unserer Zeit. Es gibt keine absolute Wahrheit. Und das hat nun auch Eingang gefunden unter den evangelikalen Gemeinden. Und da spreche ich von einem evangelikalen Agnostizismus. Nicht wahr? Agnostiker, das sind nicht wirklich Atheisten, die sagen, man kann nicht wissen, ob es Gott gibt. Aber vielleicht gibt es einen, aber ist auch gar nicht so wichtig. Also Agnostizismus ist, man kann es nicht wirklich wissen. Und genau das Problem unter den Evangelikalen heute ist das. Schaut mal, zu diesem Abschnitt in der Bibel gibt es 6 Auslegungen. Und also ich, sagt der Dozent an der Bibelschule, ich neige zu Auslegung 2, aber ich könnte mit Auslegung 5 könnte ich auch leben. Ja, und jetzt bitte möchte ich noch wissen, was meint der Bibeltext? Es ist nicht mehr klar. Eben, es ist ein evangelikaler Agnostizismus. Und das führt eben dazu, ein jeder tat, was recht war, in seinen Augen. Und wir finden nun im Buch der Richter in dem Hauptteil einen 7-fachen Refrain vom Abfall. 3 Vers 7, das war das erste Mal, haben wir gelesen. Und die Kinder Israel taten, was böse war in den Augen des Herrn und vergaßen des Herrn ihres Gottes und dienten den Baalim und den Ascherot. Jetzt beginnt die erste Geschichte von Abfall von Gott, die Geschichte von Othniel. Dann, Vers 12, kommt die zweite Geschichte und es beginnt mit dem Refrain. Und die Kinder Israel taten wiederum, was böse war in den Augen des Herrn. Und dann kommt die Geschichte mit Ehud. Und schauen wir, das dritte Mal in Kapitel 4, Vers 1. Und die Kinder Israel taten wiederum, was böse war in den Augen des Herrn. Und jetzt kommt die Geschichte von Deborah und Barak. Und so geht das weiter. Der Refrain kommt mit Variationen. Kapitel 8, 33 ist ein bisschen variiert. 10, 6 bis 13, 1, 7 Mal vor. Und dieser Refrain ist die literarische Markierung für den Hauptteil, der eben aus 7 Abfallgeschichten besteht. Ich habe mal darüber in Deutschland gesprochen, da hat ein Ausländer sich gemeldet. Was meinen Sie mit Abfall? Ist das Müll? Dann habe ich gesagt, nein, Abfall meint Apostasie, das heißt sich wegwenden von Gott und seinem Wort. So habe ich das gewissermaßen erklärt und habe gesagt, das ist natürlich auch Müll. Ja, also eben 7 Abfallgeschichten. Und so ergibt sich eine wunderbare Struktur im Buch der Richter. Wir haben ein Vorwort aus 2 Teilen und ein Schlusswort aus 2 Teilen. Aber dazwischen haben wir den Hauptteil mit den 7 Abfallsgeschichten. Othniel, Ehud, Deborah, Gideon, Abimelech, Jephtha, Simson. Das sind die 7 Geschichten. Jetzt, das Vorwort ist zweigeteilt. Der erste Teil, Richter 1,1 bis 2,5, zeigt den politischen Niedergang. Das heißt, politisch im Sinn von Misserfolg in der Landnahme und Unterlassung des Guten. Sie kommen nicht voran, so wie Gott gesagt hat, nehmt das Land in Besitz. Und dann Kapitel 2, Vers 6, das ist ein zweiter Teil im Vorwort. Man muss mal aufschlagen, 2, Vers 6. Und Josua entließ das Volk und die Kinder Israel gingen hin, ein jeder in sein Erbteil. Aber was hatten wir in Kapitel 1,1 gelesen? Und es geschah nach dem Tod Josuas. Jetzt lebt er plötzlich wieder. Nein. Der erste Teil nach dem Tod Josuas geht bis 2,5.
Und dann ab 2, Vers 6 wird zeitlich in die Zeit von Josua zurückgegriffen. Aber das ist eben der zweite Teil der Einleitung. Da geht es um den religiösen Niedergang. Und da wird gezeigt, dass Israel eben sich von Gott abgewendet hat und in Götzendienst und Abfall hineingekommen ist. Und sie taten das Böse. Nicht wahr? Im ersten Teil Unterlassung des Guten, aber hier aktiv Tun des Bösen. Und jetzt schauen wir im Anhang. Das sind die Kapitel 17 bis 21. Da geht übrigens der Schreiber des Richterbuches wieder zurück, ganz in die Anfangszeit. Das schließt sich zeitlich nicht an die Geschichte von Simson an. Das geht wieder ganz in die Anfangszeit zurück. Und da wird im ersten Teil, Kapitel 17 und 18, der religiöse Niedergang an einer Geschichte illustriert, wie der Götzendienst in den Stamm Dan kommt. Und dann der politische Niedergang, 19 bis 21, mit dem Bürgerkrieg in Israel. Also, es ist zwar so aufgebaut, das Vorwort spiegelt sich mit dem Schlusswort, nicht wahr? A, politischer Niedergang, B, religiöser Niedergang. Und hier, religiöser Niedergang, politischer Niedergang. Darum habe ich das genannt hier A, B und am Schluss B, A. Ja, B Strich, A Strich. Das erste spiegelt sich mit dem letzten, das zweite spiegelt sich mit dem zweitletzten. Und das gleiche gilt jetzt für die Hauptgeschichte. Mit den sieben Abfallgeschichten. Die spiegeln sich so, dass daraus ein siebenarmiger Leuchter entsteht. Ja, der erste Leuchter hier, das ist die Geschichte von Othniel. Aber wir werden sehen, die spiegelt sich mit der letzten Geschichte von Simson. Die erste Lampe mit der letzten Lampe. Die zweite Lampe spiegelt sich mit der zweitletzten Lampe. Das heißt also, die Geschichte von Ehud habe ich hier als B bezeichnet, die spiegelt sich mit der Geschichte von Jephtha. Dann die Geschichte von Deborah und Barak, die dritte Lampe, spiegelt sich mit der Geschichte von Abimelech, das ist die drittletzte Lampe. Und dann haben wir in der Mitte eigentlich das Zentrum des Buches der Richter, das ist die Geschichte von Gideon. Und da werden wir sehen, der erste Teil spiegelt sich mit dem zweiten Teil. Aber es ist immer so, dass das erste hat noch etwas Besseres in sich und die Spiegelung ist dann eine Verschlimmerung. Das ist ein wichtiger Grundsatz. Wir haben ja hier sieben Abfallgeschichten und jedes Mal gibt Gott Gnade, dass das Volk wieder zurückkommen kann. Es ist also ein Buch, in dem die Gnade Gottes aufleuchtet. Aber Achtung, es wird uns erklärt, keine billige Gnade. Denn in der Einleitung in Richter 2, da wird uns klar gemacht, dass mit jedem Abfall wurde es schlimmer als zuvor. 2 Vers 19. Und es geschah, wenn der Richter starb, so verderbten sie sich wiederum. Mehr als ihre Väter, indem sie anderen Göttern nachgingen. Ich habe in meiner Bibel das Wort mehr speziell markiert. Nicht wahr? Sie sind einmal abgefallen. Aber Gott hat Gnade gegeben durch Othniel. Aber dann fielen sie wieder ab. Aber der nächste Abfall, das war ein tieferer Fall. Natürlich, Gott hat sie wieder zurückgebracht. Aber Achtung, der nächste Abfall war ein noch tieferer Fall. Keine billige Gnade, wo man denken kann, ja, ich kann ja nach dem Herrn die Sünde wieder bekennen und nach 1. Johannes 1, Vers 9 ist dann alles wieder okay. Achtung, so mit der Gnade spielen, das geht nicht. Und wir müssen uns im Klaren sein, ein Abfall, der Herr gibt Gnade zurückzukehren, aber das kann bedeuten, dass der nächste Abfall tiefer geht. Und so ist das eben in dem Buch der Richter sehr eindrücklich zu sehen. Schauen wir mal an. Othniel. Das Volk versagt da auf dem Gebiet der Liebe und Ehe. In jeder Geschichte ist das Hauptproblem ein anderes Problem. In der ersten Geschichte geht es um das Problem von Liebe und Ehe. Und da haben wir gelesen in Kapitel 3, Vers 6. Und sie nahmen sich deren Töchter zu Frauen und gaben ihre Töchter deren Söhnen und dienten ihren Göttern. Das heißt, die haben begonnen, Ehen zu schließen mit den Götzendienern, mit den Ungläubigen, mit den Kanaanitern.
Und die haben gedacht, ist doch kein Problem, man kann doch eine Mischehe eingehen. Nein, da war ein Problem, denn 5. Mose 7 hat ganz klar gewarnt, das dürft ihr niemals tun. Denn die Ungläubigen, die werden euch dann ins Böse hineinziehen. Nicht ihr, sie zum Guten. Und im Neuen Testament ist dieser Grundsatz auch ganz klar. Also es gibt keine Ausnahme. Mal hat eine Frau in der Seelsorge mir gesagt, ja, sie wisse schon, man dürfe eigentlich nicht einen Ungläubigen heiraten. Aber das war jetzt ein Ausnahmefall. Und es wurde auch noch bestätigt durch einen Traum. Oh, durch einen Traum. Ja, in 2. Korinther 6 lesen wir Vers 14. Seid nicht in einem ungleichen Joch mit Ungläubigen. Denn welche Genossenschaft hat Gerechtigkeit und Gesetzlosigkeit? Oder welche Gemeinschaft Licht mit Finsternis? Und welche Übereinstimmung Christus mit Belial? Sein Name für den Satan. Oder welches Teil ein Gläubiger mit einem Ungläubigen? Ein ungleiches Joch, das geht zurück auf das Gebot in 3. Mose. Man darf nicht zwei verschiedene Tiere zusammen jochen bei der Arbeit. Zum Beispiel einen Esel und einen Ochsen. Das tut den Tieren auch weh. Ein Esel, der geht anders als eine Kuh. Ja? Das ist einfach so. Und dann drückt das Joch und das gibt unnötige Schmerzen. Zwei Esel, zwei Rinder, das geht. Und seid nicht in einem ungleichen Joch mit Ungläubigen. Das heißt, man kann nicht einen Gläubigen und eine Ungläubige zusammenjochen in der Ehe. Das geht nicht. Und das ist ein Befehl. Seid nicht in einem ungleichen Joch. Das ist ein Imperativ. Also es galt im Alten und im Neuen Testament, aber die haben sich darüber hinweggesetzt. Aber schauen wir mal, die letzte Geschichte, Abfallgeschichte, A-Strich, das ist Simson. Und dort sehen wir, der Richter Simson versagt völlig auf dem Gebiet der Liebe und Ehe. Der Mann hat ein Riesenproblem gehabt. Erstens mit den Augen und zweitens mit Frauen. Und was heiratet er? Eine Götzendienerin. Und es geht schief. Dann heiratet er wieder eine Götzendienerin. Und er begeht sogar Unzucht mit einer Götzendienerin. Furchtbar. Also das, was am Anfang das Hauptproblem des Volkes war, und ein Richter, der eine vorbildliche Ehe hatte, Othniel, der holt sie zurück. Aber am Schluss ist der, der eigentlich das Vorbild sein sollte, fällt selber in das gleiche Problem. Dann, die zweite Abfallgeschichte ist mit Ehud. Ehud geht zum Feind, mit einem Schwert und dem Mantel. Er war ja ein Linkshändler. Und darum erwartet man nicht, dass er eben, als seine Hand da langsam, als er bei dem feindlichen König von Moab war, seine Hand da reinging, erwartet er nicht, dass da jetzt ein Schwert rauskommt. Ja? Das war die Überraschung. Und da kam das Schwert. Und er sagt, ein Wort Gottes habe ich für dich. Und hat den Feind besiegt. Das zweischneidige Schwert in Richter 3, ein schönes Bild des Wortes Gottes in seiner ganzen Schärfe, das wurde angewandt auf den Feind. Und Israel konnte dann in der Folge die Furten des Jordan nehmen und den Feind dort besiegen. Richter 3, 28. Jetzt schauen wir mal, die Geschichte von Jephtha, das ist B-Strich. Jephtha geht zum feindlichen König und der hält eine riesenlange Rede. Und erklärt, ja schaut mal, euer Gott hat euch euer Land gegeben und unser Gott hat uns unser Land gegeben. Was sollen wir ein Problem haben? Wir sollen doch einfach jeden stehen lassen. Oh, ist das die Schärfe des Wortes Gottes? Sehen wir, er macht einfach Diplomatie, aber nicht mehr das klare Wort Gottes. Und dann kommt es zu einem Kampf in Israel selbst. Israel nimmt Israel die Furten des Jordan. Sehen wir, das kommt nur im Buch der Richter, nur davor und eben bei Ehud. Aber da ist es eben schlimm. Israel gegen Israel, da war es Israel gegen den Feind an den Furten. Jetzt die Geschichte von Deborah und Barak. Der Höhepunkt dieser Geschichte ist, eine Frau rettet Israel. Indem sie den Schädel des Feindes zerschlägt. Das war Jael, die mit dem Zeltpflock den Schädel von Sisera zerstört. Das ist der Höhepunkt der Geschichte. Und wie ist das? In der
Spiegelgeschichte bei Abimelech auf dem Höhepunkt: Eine Frau rettet Israel, indem sie den Schädel des Feindes zerschlägt. Richter 9,53. Und zwar wirft sie einen Stein oben vom Turm runter und der Schädel von Abimelech ist zerschlagen. Und das bringt die Befreiung für Israel. Aber, jetzt tragisch, in der Geschichte bei Deborah und Barak, da war der Schädel eines Feindes von außen. Aber Abimelech war ein Israelit. Der Feind ist aus dem Volk Gottes selbst. Und dann haben wir noch in der Mitte die Geschichte von Gideon, entsprechend dem Hauptleuchter bei der Menorah. Im ersten Teil führt Gideon das Volk aus dem Götzendienst heraus. In keiner anderen Geschichte wird das so vorgestellt, wie der Richter den Götzendienst bekämpft. Aber in der zweiten Hälfte, am Schluss, führt Gideon das Volk wieder zum Götzendienst zurück, indem er ein Ephod aufstellt, das angebetet wird. Also so ist das Buch der Richter aufgebaut. Und die Belehrung dahinter ist, das Volk Israel sollte eigentlich ein Zeugnis sein für die Völker, wie der Leuchter, der das Licht Gottes weitergibt. Aber wir sehen, das Zeugnis ging immer weiter runter. Aber das Licht war doch da, denn das Buch Richter zeigt uns Gottes Gnade. Gottes wiederherstellende Gnade. In Sprüche 24, Vers 17 heißt es, und das hat Paul Kiene, das war der Autor von diesem schönen Buch über die Stiftshütte, das schönste Buch über die Stiftshütte, das Heiligtum Gottes in der Wüste Sinai. Wer das nicht hat, ich empfehle das von Herzen. Dieser Autor hat, er ist ja schon lange beim Herrn, aber als er gefallen war beim Skifahren, da hat er immer wieder zitiert, Sprüche 24, Vers 16, der Gerechte fällt 7-mal und steht wieder auf. Das war sein Langlaufspruch. Ja, aber das ist genau die Botschaft vom Richterbuch. Der Gerechte fällt 7-mal. Israel wird ja genannt Jeschurun, der Aufrichtige in 5. Mose. Der Gerechte, das Volk Gottes, fällt, aber steht wieder auf, durch die Gnade Gottes. Aber eben keine billige Gnade. Das ist die spezielle Warnung. Hier sehen wir das noch ein bisschen klar, nochmals, Othniel, erste Lampe, Spiegel mit Simson, Ehud mit Jephtha, Deborah mit Abimelech und Gideon mit Gideon. Ja? A, B, C, D, D, C, B, A. Übrigens, das Buch der Richter ist das 7. Buch der Bibel. Zuerst die 5 Bücher Mose, Josua, dann Richter, übrigens geschrieben durch den Propheten Samuel. Samuel hat das Buch geschrieben, das wissen wir durch die jüdische Überlieferung im Talmud, Traktat Baba Batra, in Abschnitt 15. Ja, also, und da haben wir eben diese 7 Abfallgeschichten, aber es gibt noch mehr. Samuel, er beschreibt 14 Richter. Das heißt 2 mal 7 Richter. Insgesamt nämlich Othniel, Ehud, Shamgar, Deborah, Barak, Gideon, Abimelech, Tola, Jair, Jephtha, Ibzan, Elon, Abdon, Simson. 2 mal 7 Richter. Eli und sich selber, Samuel, beschreibt er nicht. Das kommt dann erst im Buch Samuel, das auch er geschrieben hat. Ja, das erste Buch Samuel. Das hat auch Samuel geschrieben. Eli war ja sein Vorgänger, der ihn aufzog in der Stiftshütte. Und dann kam er als Richter. Übrigens ist zu sagen, diese Werkzeuge, die Gott benutzt hat, immer wieder um Israel zu helfen, das waren immer so einzelne Männer oder eben bei Deborah eine Frau. Und das zeigt uns, wie wichtig der Einzelne ist im Volk Gottes. Es kommt auf einen drauf an, dass es wieder einen Aufbruch gibt zum Guten. Und wir haben im Buch der Könige auch viele Beispiele. Es kommt auf einen drauf an und alle werden mitgezogen ins Falsche. Aber die Werkzeuge, die Gott benutzt,
im Buch der Richter sind schon sehr auffällig. Ehud war ein Linkshänder, habe ich ja schon gesagt. Aber wir haben das gelesen, Conno hat das am Anfang vorgelesen. Er war aus dem Stamm Benjamin, ein Linkshänder. Was heißt Benjamin? Benjamin, Sohn der rechten Hand, der rechten Seite. Ein Linkshändler. Das ist natürlich ein Wortspiel. Und später im Buch der Richter finden wir ja diese tausenden Benjaminiter, die alle links waren, aber super schießen konnten. Ja, das sind Wortspiele. Und gerade eben diese Überraschung der Linkshänder, der dann da langsam zum Mantel greifen konnte und dann kam das Schwert raus. Das war der Überraschungseffekt, der gebraucht wurde, um Israel unter Ehud zu befreien. Also früher haben Linkshänder manchmal Komplexe gehabt. Ja, weil der Lehrer wollte sie unbedingt umpolen. Da muss man nicht umpolen. Es gibt andere Dinge, wo man umpolen muss, ja? Aber nicht da. Es ist keine Sünde, wenn man Linkshänder ist. Das sind einfach zwei Varianten. Und die eine Variante kommt ein bisschen weniger vor, aber Gott kann Linkshänder ganz besonders gebrauchen. Je nachdem, ja? Und dann Shamgar, mit einem Rinderstachel befreit er Israel. Und Deborah, die Richterin und Prophetin, das war auch sehr auffällig und ungewöhnlich, aber sie sieht sich nicht als eine Vaterfigur, sondern sie bezeichnet sich in Richter 5,7 als Mutter in Israel. Das brauchen wir, Mütter in Israel, die nicht meinen, sie müssen Männer werden. Ja, weil ein Vater in Israel ist keine Mutter. So ist das. Dann Barak, der Führungsscheue. Und trotzdem benutzt ihn Gott. Jael, diese Frau mit dem Zeltpflock, die dem Feind zuerst Milch gibt statt Wasser. Und dann schläft er gut und dann besiegt sie ihn. Ja, nicht wahr? Das ist ja in der Reklame immer ein Problem. Da werden Sachen gesagt, die stimmen nicht. Milch macht müde Männer wieder munter. Das stimmt nicht, denn die Milch hat ein Enzym drin, das schlaffördernd ist. Und in Richter 5 steht, der Feind hat von ihr gefordert, gib mir Wasser, und sie gab ihm Milch, damit er gut schläft. Und weiter, Gideon und seine 300 Leute, die wie Hunde trinken, aber genau die benutzt Gott. Und dann Gideons ungewöhnlicher Kampf mit Krügen und Schofarhörnern. Dann Jephtha, der Hurensohn, aber der ist ein Werkzeug Gottes. Und dann Simson, der barbarische Mensch. Und Simsons Kampf mit Schakalen und einem Eselskinnbacken. Wirklich sehr seltsame Leute. Aber das ist ermutigend, wenn man das Gefühl hat, ich bin ein bisschen komisch. Und man denkt, und genau komische Leute kann Gott benutzen. Wenn wir uns von ihm brauchen lassen, das ist der Punkt. Aber kein Grund, um Komplexe zu haben, wenn man ein bisschen originell und seltsam ist. Ja, seltsam heißt eben, dass man selten ist, ja, in der Art. Die Botschaft im Buch der Richter. Gottes Zorn über die Sünde wird uns gezeigt. So wie sich im Buch Josua Gottes Segen für Gehorsam auswirkte, so kann im Buch der Richter Gottes Fluch für Ungehorsam über das Volk Gottes. Aber eben, wir sehen da Gottes strahlende Gnade und Vergebungsbereitschaft. Jedes Mal, wenn das Volk zu Gott schrie, wirkte Gott 7-mal einen Neuanfang. Aber ich habe schon gesagt, wir sehen hier auch die abwärtstreibende Spirale der Sünde. Mit jedem weiteren Abfall wurde es ärger als zuvor. Und im Anhang wird es so schlimm, dass man hier zusammenfassend sagen kann, Richter 17 bis 21. Viele Leute haben sich gestoßen an diesen Kapiteln. Wie können so schreckliche Geschichten in der Bibel stehen? Und sie stehen in der Bibel. Wirklich furchtbar. Aber nebenbei gesagt, es ist kein Film. Es ist kein Video. Das wäre ganz etwas anderes, wenn Richter 17 bis 21 ein Video wäre. Wenn man das liest, das wirkt auf die Seele des Menschen ganz anders. Ein Video, der zieht die Persönlichkeit, die Seele hinein. Und ein Film kann die Tiefen der Seele
durchdringen mit einer Durchdringungskraft, die unheimlich ist. Und dadurch befleckt man sich so leicht mit Filmen. Aber das ist eben eine Beschreibung und Gott will, dass wir das wissen. Ein Bruch mit Gott führt zum Bruch mit dem Menschen. Da ist zuerst in Richter 17 eine schlimme Ehebruchsgeschichte vorgestellt. Aber dann geht es um Massenvergewaltigung, Mord, Perversion und schließlich Bürgerkrieg und Menschenraub. Aber das zeigt eben die Verdorbenheit des Menschen. Und es zeigt, der Bruch mit Gott führt zum Bruch mit dem Menschen. Und jetzt verstehen wir unsere Gesellschaft viel besser. Das ist die Konsequenz. Wie der Mensch denkt, so ist er, sagt das Buch der Sprüche. Und es ist eben auch eine Ermahnung an die Erlösten. Es ist ein Aufruf zu völliger Hingabe an den Herrn, ohne faule Kompromisse. Das ist der Punkt, ohne faule Kompromisse. Und jetzt schauen wir uns Othniel an. Othniel wurde, als Israel Probleme hatte auf dem Gebiet von Liebe und Ehe, als Richter benutzt. Warum ausgerechnet Othniel und niemand anderen? Eine kleine Geschichte im Vorwort macht alles klar. Das ist eine ganz kurze Anekdote über seine Heirat. Da ging es gerade um die Eroberung, Richter 1,1, von Debir im Süden von dem Stamm Juda. Und er zog von dannen gegen die Bewohner von Debir. Der Name von Debir war aber vor dem Kirjat Sefer. Und Kaleb sprach: Wer Kirjat Sefer schlägt und es einnimmt, dem gebe ich meine Tochter Aksa zur Frau. Da nahm es Othniel ein, der Sohn Kenas, des jüngeren Bruder Kalebs. Und er gab ihm seine Tochter Aksa zur Frau. Und es geschah, als sie einzog, da trieb sie ihn an, ein Feld von ihrem Vater zu fordern. Und sie sprang von dem Esel herab. Und Kaleb sprach zu ihr: Was ist dir? Und sie sprach zu ihm: Gib mir einen Segen, denn ein Mittagsland oder ein Negevland hast du mir gegeben. So gib mir auch Wasserquellen. Da gab ihr Kaleb die oberen Quellen und die unteren Quellen. Also, es ging um diese Stadt Kirjat Sefer. Wer erobert sie? Der bekommt meine Tochter, sagt Kaleb. Der wollte seine Tochter nicht irgendeinem geben. Das geht ihm gleich wie mir. Ja, und dann, Othniel erobert Debir, Kirjat Sefer. Das heißt also, das ist ein Mann, der hat ein Interesse, den Segen Gottes, das, was Gott Israel zugesagt hat, auch wirklich konkret zu erobern. Also der liebt die Dinge des Herrn, seinen Segen, und er erobert Kirjat Sefer. Und dann wird der Name geändert in Debir. Und das ist interessant. Kirjat Sefer heißt Stadt des Buches. Und Debir ist in 1. Könige 6 der Name für das Allerheiligste im Tempel, das heißt Sprachort, da wo Gott spricht. Nicht wahr? Kirjat Sefer war eine geschlossene Stadt. So wie die Bibel für uns ein verschlossenes Buch sein kann. Aber wer jetzt eben wirklich will, diesen Segen kennenlernen, erobert Kirjat Sefer und dann wird das Debir, der Ort, wo Gott zu uns spricht. Durch all diese alten Geschichten. Wir hören die Stimme Gottes direkt zu uns. Wow, das ist ein Mann. Und der hat die Aksa verdient. Und die Aksa, die war nicht einfach so zufrieden. Die wollte noch mehr. Wir haben gelesen, Vers 14, sie trieb ihn an, jetzt noch mehr von ihrem Vater zu fordern, auch noch ein Feld. Aber es ging zu langsam. Ja, sie kommt ja dann mit dem Esel, springt runter und der Vater sagt: Was ist mit dir? Schau, ich möchte auch noch die Quellen da oben und die Quellen, wir brauchen das, es ist ein Wüstenland hier. Und sie kriegt die Quellen oben und unten. Also es ging ihr zu langsam, da ging sie selber zum Vater. Und es ist so, man kann den Charakter ableiten, wenn man Leute beobachtet, wie sie vom Pferd steigen. Ja, steig vom Pferd und ich sage, wer du bist. Also, die sprang vom Pferd, die hatte wirklich Temperament. Was ist mit dir? Das ist eine Frau, die liebt die Dinge des Herrn und die treibt ihren Mann an.
Nicht wahr? Es gibt Männer, die werden von ihren Frauen angetrieben, aber zu Falschem. Und dann gibt es Frauen, die treiben ihre Männer an zum Guten. Und das muss man kopieren. Das muss man kopieren. Als Sarah den Rat gab, Abraham heirate diese Magd, der hat er nicht auf sie hören sollen. Aber später, in einem anderen Zusammenhang, hat Gott gesagt, höre auf die Stimme deines Weibes Sarai. Ja, man muss wissen, wann man auf die Frau hören muss und wann nicht. Ja, aber am besten, man ist eben eine Achsa und treibt immer zum Guten an. Das ist ganz wichtig. Frauen sind Motoren der Männer. Das ist eine unglaublich wichtige Aufgabe. Ein Mann in der Öffentlichkeit oder überhaupt, der gelingen hat, muss man schauen, wer steckt dahinter. Ja? Wir haben gesehen, dieser Mann hat die richtige Frau geheiratet, aus dem Volk Gottes. Aber nicht einfach eine Gläubige, sondern eine, die auch die Dinge des Herrn liebt. Und das ist so wichtig, wenn man heiratet, dass eben auch in geistlicher Hinsicht eine Übereinstimmung da ist, wo man sich wirklich positiv eben unterstützt und ermutigt. Und einen solchen Mann konnte Gott gebrauchen, um Israel zu helfen, als sie Probleme hatten auf dem Gebiet von Liebe und Ehe. Und so ist es immer, wenn wir in einer Sache Überwinder sind, dann kann der Herr uns wieder helfen, um andere auch dahin zu führen, dass sie Überwinder werden. Und bedenken wir, wer war der Feind? Kushan Rishathaim. Das ist ein Name. Unglaublich. Kushan heißt auf Hebräisch schwarz. Rishathaim, doppelte Gottlosigkeit. Wirklich. Aim ist der Dual, darum doppelt. Kushan Rishathaim, schwarze, doppelte Gottlosigkeit. Da war das Volk Gottes gefangen. Und Othniel mit seiner glücklichen Ehe wurde gebraucht als Werkzeug. Schön. Und dann kam das Land 40 Jahre zur Ruhe. 3 Vers 11. Aber dann fielen sie wieder ab. Und dann gab Gott sie wieder für 18 Jahre in die Hand eines anderen Feindes. Der Feind wechselt immer, aber es ist immer das Gleiche. Sie fallen rein. Und wenn man alle die Zahlen zusammenrechnet, Ruhezeiten und dann wieder Unterdrückungszeiten, da gibt es ganz viele Zahlen im Buch der Richter. Und dann zählt man das mal zusammen, dann kriegt man beim Bibellesen Probleme. Es ist nämlich so, wenn man 1. Könige 6, Vers 1 liest. Salomo im vierten Jahr seiner Regierung baut den Tempel. Ja? Und da steht, er hat das gemacht im 480. Jahr nach dem Auszug der Kinder Israel aus Ägypten. Also vom Auszug aus Ägypten bis zum vierten Jahr Salomos sollten es 480 Jahre sein. Aber wenn man jetzt zusammenzählt, zuerst waren ja 40 Jahre Wüstenwanderung. Und dann muss ein bisschen schlau vorgehen, mit X und Y rechnen, bei den Zahlenangaben, dann findet man genau heraus, die Landnahme unter Josua dauerte 6 Jahre. Und dann vergingen 14 Jahre bis zum ersten Richter. Und jetzt, wenn man alles zusammenzählt, von Othniel, die Ruhezeiten und die Unterdrückungszeiten und so weiter, und dann bis Samuel, dann kriegt man exakt 450 Jahre. Und nachher kam Saul, 40 Jahre, und David, 40 Jahre, und dann eben 4 Jahre Salomo. Aber wenn man das zusammenrechnet, dann gibt es 594 Jahre. Bitte, was stimmt? Dann haben einige gesagt, ja, stimmt 480. Man muss eben sich überlegen, die Richter, die haben nicht schön nacheinander gewirkt, sondern in verschiedenen Orten auch gleichzeitig. Und so können wir das alles runterschrumpfen. Es geht nicht, weil in Apostelgeschichte 13, Vers 20, da spricht der Apostel Paulus ausdrücklich von den 450 Jahren nach der Landnahme. Das sind die Jahre der Richter. Jetzt hat die Bibel Widersprüche.
Jetzt kommt es eben darauf an, was haben wir für eine Bibelhaltung? Nein, die Bibel ist Gottes Wort. Also wir suchen, wo liegt die Lösung? Jetzt muss man einmal zusammenrechnen. Alle Jahre, wo Israel unter Fremdherrschaft war, bei Kushan Rishathaim, ja, 8 Jahre, dann bei Moab, 18 Jahre und so weiter und so fort. Was gibt es? Das gibt genau 114 Jahre. Inklusive die 3 Jahre von Abimelech, seine Gewaltherrschaft. 114 Jahre. Ja gut, und jetzt? 594 minus 114 gibt 480. Es gibt keine Zahlenfehler. Aber das erste Buch der Könige rechnet diese verlorene Zeit Israels wegen des Ungehorsams und der Zucht Gottes nicht mit. Und da lernen wir natürlich etwas ganz Wichtiges. All die Zeiten in unserem Leben, wo wir eigene Wege gehen, wo wir vom Wort abweichen, am Anfang nur so, ja? Ein spitzer Winkel, das ist am Anfang nur ein paar Zentimeter. Aber wenn man einen Kilometer weitergeht, dann ist die Winkelöffnung schon ein bisschen größer als ein paar Zentimeter, ja? So geht das langsam ab, 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 ab. Das sind verlorene Zeiten. Und wir werden einmal lohnverlustig gehen. In 1. Korinther 3 steht es, dass Holz, Heu, Stroh, also Werke, die vor Gott nichts zählen, die werden verbrennen. Der wahre Gläubige wird gerettet werden wie durchs Feuer, aber er wird Schaden leiden, steht. Es ist wirklich, wenn wir morgen in den Montag reingehen, müssen wir denken, der graue Alltag, im Licht der Ewigkeit ist er von Bedeutung. Es wird Lohn geben für die Ewigkeit. Aber ich kann den Tag vergeuden. Ja? Und das kommt nicht mehr zurück. Verlorene Tage, um die können wir einmal weinen vor dem Richterstuhl des Christus. Aber das kann Gott nicht mitzählen. Darum 480 Jahre. Und jetzt möchte ich zum Schluss noch einen kleinen Anhang machen, archäologisch. Und zwar zur letzten Geschichte, zu dem Kontrast zu Othniel, Simson, der als Richter selber Probleme hat auf dem Gebiet der Liebe und der Ehe. Und immer wieder sagt der Bibeltext, die Augen von Simson, die waren das Problem. Er sah eine Frau. Dort fängt es an. Das Sehen ist nicht ein Problem. Aber es kommt darauf an, was im Kopf geschieht. Und dann kann es zur Sünde werden. Und das war bei ihm so. Und am Schluss werden ihm die Augen ausgestochen. Er verliert seine Kraft und wird von den Philistern in ihren Tempel gebracht. Und da kann er jetzt als Blinder, man gibt ihm ein Saiteninstrument und das soll er dann ein bisschen herumspielen. Und die haben sich totgelacht während ihres Gottesdienstes. Geht das? Ja, natürlich, bei den Heiden geht das. Da kann man sich im Gottesdienst, für den Gott Dagon meine ich natürlich, kann man sich totlachen. Der sollte sie unterhalten, das sagt der Bibeltext. Und dann hat Simson eine Umkehr erlebt. Herr, gib mir noch einmal Kraft. Dann hat er seine Hände ausgestreckt zu den Säulen da im Philistertempel. Und der ganze Tempel fällt zusammen. Und da sagt natürlich der Kritiker, wie geht das? 2 Säulen und dann fällt das ganze Haus runter. Und die sind alle tot, die da auf dem Dach oben waren und im Tempel. Ja, ich mache einen kleinen Ausflug mit Ihnen nach Tel Aviv. Und zwar im Süden der Stadt, da gibt es eine Ausgrabungsstätte. Und da findet man eine alte philistäische Stadt. Und auch einen philistäischen Tempel. Und sieht man hier, diese 2 Säulen habe ich mir fotografiert. Das sind die Zentralsäulen des Hauses, die eigentlich das Ganze tragen. Und zwar schön nahe beieinander. Das war also eine ganz spezielle Architektur, nicht der Kanaaniter, sondern der Philister, die Simson gefangen genommen hatten. Und darum konnte Simson da seine Hände ausbreiten und alles kaputt machen. Das ist Tel Kassile im Süden von Tel Aviv. Lohnt sich mal, einen Ausflug zu machen dahin.
GPS einstellen und dann findet man Tel Castile. Aber einfach nur, um zum Schluss auch wieder darauf hinzuweisen, wie exakt und genau das Wort Gottes ist. Und es lohnt sich nicht, der Bibel irgendwelche Fehler zu unterschieben. Weder bei den Zahlen, noch bei Architekturangaben, noch irgendwo. Die Bibel hat immer recht. Und es ist ja nicht so, dass es gut ist, wenn wir anstreben, immer recht zu haben. Ja? Das steckt ja in uns allen. Aber trotzdem, wer sich auf die Seite Gottes und seines Wortes stellt, der hat immer recht. Das ist so. Und darum, auch wenn man die Bibel liest und an Schwierigkeiten, an schwierige Stellen rankommt, wie kann ein Tempel zusammenfallen mit zwei Säulen? Einfach stehen lassen, bis der Herr uns Klarheit gibt. Wenn nicht hier, dann droben. Aber wir stellen uns auf die Seite des Wortes und dann sind wir immer auf der richtigen Seite. Wir wollen noch zusammen beten. Herr Jesus, wir preisen dich, dass du uns dein Wort gegeben hast, dass uns deine Gnade aufleuchten lässt, dass uns aber auch unsere Verantwortung zeigt. Und gib uns allen, jedem Einzelnen von uns, diese Gnade, an deinem Wort zu bleiben. Und wenn wir merken, dass wir nicht gehorsam sind und irgendwie abweichen von deinem Wort, hilf uns doch sofort zurückzukommen, ohne dass daraus ein langer Weg entsteht, der uns weit weg von dir bringt. Danke für deine wiederherstellende, herrliche Gnade, dass du bereit bist, dem, der echt umkehrt, ohne Krokodilstränen, sondern mit echten Tränen zu vergeben und wieder herzustellen im Dienst für dich. Wir danken dir und preisen dich. Amen.